Hier ist noch Werkzeug. Kann ich das mitnehmen? Bringt mir das was? Ein Schraubenzieher. Nehmen wir mit. Und das ist eine Zange. Nehmen wir auch mal mit. Wer weiß, wofür es gut ist. So, wo ist Joe hin? Durchsage für Polio Driscoll. Bitte melden Sie sich zum Start des Erkundungsfluges. Nope, noch warten. Na, hast du was Interessantes gesehen? Bin noch nicht durchgekommen. Ich versuche später nochmal. Denk dran, mit den Schaltern zu experimentieren und dich an die Service-Robs zu halten. Dann wird's schon klappen. Was ist dein augenblicklicher Job? Ich simuliere ein paar Fehler, um dein Reservesystem ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Was kannst du mir sagen über Reservesysteme? Ach, Routinekrempel, aber jede Menge davon. Ich simuliere die unwahrscheinlichsten Ausfälle, aber die Systeme der Schiffe stecken alles locker weg. Was kannst du mir sagen über Service-Deck? Das Service-Deck liegt unterhalb des Hauptdecks, wo wir uns gerade befinden. Es gibt Zugang zu den Einrichtungen des Schiffes und wird hauptsächlich von Service-Robotern benutzt. Und von uns Technikern, wenn die Kübel mit etwas nicht zurechtkommen. Du musst dich darauf einstellen, dass es dort unten hauptsächlich für die Robots eingerichtet wurde. Es gibt eine Menge Bodenschaltplatten und ähnlichen Schnickschnack, der die Schleusen steuert. Schau dich dort unten genau nach Schaltern um, wenn du mal nicht weiterkommst. Hier ist ja kein Brot offen. Kopf gefallen. Nee, Brot nicht. Na gut. Mach's gut, Tom. Dann werde ich mich mal... Oh, was ist das hier noch? Eine Handkonsole. Yeah, Star Trek. Wer ist das? Bestimmt auch wieder jemand, den ich schon kenne. Hallo Tom, ich würde gerne wissen, wie es jetzt im Kommraum aussieht, wo es Snoopy erwischt hat. Zum Glück, dass die Sickos davor Wache schieben. Okay, wer auch immer das ist. Er ist neugierig. So. Dann begeben wir uns mal auf das Service Deck. Und zwar hier oben. Das ist eine Schalttafel. Öffnungscode eingeben. Das war die 1042. Achso, muss ich jetzt hier einstellen oder was? Ist ja bescheuert. 1042. Code korrekt. Öffne Service Panel. Wusch. Die Leiter führt hinab in die Service-Ebene. Dann gehen wir mal hinunter. Und wir sehen nun vor uns den geilsten 3D-Dingens der Welt. Wow. Immerhin mit Stereo-Sound. Das ist doch schon mal was. Ich wollte jetzt eigentlich mit den Vast-Tasten steuern, aber kann ich jetzt mit den Pfeiltasten steuern? Ah ja, immerhin. Naja, für 1995 ist es okay. Beim Betreten der Bodenplatte vor der Tür leuchtet diese auf. Gleichzeitig öffnet sich die Tür. Nein, was für ein Mechanismus! Was haben wir hier in der Ecke? Bodenplatte leuchtet auf. Okay. Noch eine Bodenplatte. Bodenplatte leuchtet auf. Noch mehr Bodenplatten. Bodenplatte leuchtet auf. Und noch eine Bodenplatte. Nachdem diese Bodenplatte aufleuchtet, öffnet sich im Westen des Raumes die Tür. Wo ist der Westen? Das hier oder was? Scheint so. Oh, hier ist ein Knopf. Klick. Ist hier noch ein Knopf? Hier ist noch ein Knopf. Und es geht wieder eine Tür auf. Nein! Na gut, das ist quasi so eine Art Tutorial. Oh! Ein R2-D2. Cool. Was macht der R2-D2? Er läuft über Bodenplatten. Und öffnet Türen. Okay. Was ich jetzt mal machen werde... ist den Sound etwas leiser. Der nervt nämlich ein wenig tierisch. Die Musik kann man auch ein bisschen leiser machen. Na, wirklich leiser ist es nicht geworden, egal. So. Dann warten wir mal, bis der Robo diese Tür auch hier geöffnet hat. Hallo, Robby? Da bist du, Robby. Piep, 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 piep. Und wir folgen ihm durch diese Tür. Ist hier noch irgendwas Tolles drin? Na,
nächste Tür. Hier ist wieder so ein Schalter. Das Geräusch kam von rechts, aus einiger Entfernung. Aha. Dann folgen wir der Blechbüchse mal. Ist wieder eine Tür, eine offene. Okay. Was ist denn hier hinten? Gar nichts. Doch, da ist irgendwas. Da leuchtet es. Okay, hier kann man hier einen Knopf drücken. Dann geht diese Tür auf, unglaublich. Oh. Hier ist ein Wandtresor. An der nördlichen Wand befindet sich ein Wandschrank. Ist in diesem Wandschrank irgendwas drin? Der Wandschrank ist leer, bereit zur Aufnahme von Gegenständen. Das ist ja toll, aber da ist nichts drin. Also werde ich den Wandschrank wieder schließen. Ja. So. So wie sich die Tür mit den roten Leuchten öffnet, schließt sich hinten diejenige mit den grünen Markierungen. Der Rückweg ist versperrt. Oh mein Gott, was mache ich nun? Bestimmt muss ich irgendwas mit diesem Wandschrank tun. Ja, das könnte sein. Was haben wir hier denn Nettes noch? Hier haben wir ganz viele komische leere Räume. Fragt man sich schon, wofür die da sind. Oh, hier ist ein Zahlenschloss-Code. Vielleicht muss ich da wieder diese berühmte 1042 eingeben. Die öffnet Tür und Tor, und zwar überall auf der Welt. So. Jawohl, die Zahlenkombination war korrekt, die Tür geht auf und hier ist eine Leiter nach oben. Und wir sind wieder in einer wundervollen 2D-Welt. Dies ist tatsächlich der Com-Raum. Tom sieht sich vorsichtig um, aber niemand ist hier. In der Luft hängt der Geruch nach verschmorter Elektronik. Da ist nichts zu holen. Oh, das sieht aus wie Boom. Es hat Zoom gemacht. Boom gemacht. Das sind also die Überreste der Com-Anlage. Die Explosion muss in der Tat verheerend gewesen sein. Tom will sich gerade abwenden, da fällt sein Blick auf einen Gegenstand, der unter der zerstörten Konsole liegt. Es ist eine Waffe. Wie um alles in der Welt kommt die Kanone hierher? Außer für Sekos sind Waffen an Bord strengstens verboten. Ein interessanter Fund jedenfalls. Und nochmal 8 Munition. Krass. Gibt es nichts mehr zu holen? Gibt es hier noch irgendwas? Da ist noch was. Stimdrinks. Einmal Stimdrink. Und nochmal Stimdrink. War noch irgendwas hier? Da ist nichts. Da ist auch nichts. Okay. So, jetzt werden wir nicht den Raum da unten nach unten verlassen, weil dann werden uns natürlich die Security-Leute filzen. Also gehen wir ganz intelligent wieder nach unten und vergessen wir, dass wir nicht mit WASD steuern, sondern mit dem Pfeiltasten. Gehen durch die leeren Hallen. Da war das, glaube ich. Der Raum mit den, ja, dem Wandschrank. Und in diesen Wandschrank packen wir jetzt diese Pistole. So! Wenn ich jetzt von der anderen Seite dieser Schleuse hier wieder an den Schrank rankomme, habe ich die Sekus gelingt und die Waffe gehört mir. Und somit hat Tom gleich 2 Stufen auf einmal erklettert und davon 20 Lebenspunkte und zusätzliche 6 Trainingspunkte und einen Angriff pro Runde gewonnen. Aber den einen Angriff pro Runde hatte ich wahrscheinlich vorher auch schon. Egal. Gut, dann müssen wir jetzt außen rum gehen wieder, weil der Rückweg war ja versperrt. So, dann gehen wir wieder durch und wieder die Leiter hoch. Und gehen jetzt ganz harmlos und unschuldig an den Sekus vorbei. Auf den Gesichtern der Sicherheitsoffiziere ist erst Verblüffung, dann Zorn zu sehen, als sie jemanden aus dem von ihnen bewachten Bereich platzieren sehen. Bleiben Sie stehen, Driscoll. Wie kommen Sie in den abgesperrten Bereich? Rühren Sie sich nicht, wir werden Ihre eine Leibesvisitation durchführen. Colonel Privat tastet Tom ab. In Ordnung, Sie können gehen, aber das wird Folgen für Ihre Personalakte haben, das kann ich Ihnen versprechen. Dum-di-dum. So,
Dann sprechen wir mit unserem Kumpel Joma und erzählen ihm von der tollen Pistole. Durchsage für Pilot Driscoll. Bitte melden Sie sich zum Start des Erkundungsfluges. Nein, immer noch nicht. Ich muss erst die Pistole wiederholen. Hallo, Jim, John, Joe. Na, hast du was Interessantes gesehen? Nun, das Oversea kommt sieht tatsächlich übel aus. Aber das Beste ist, ich habe dort eine Kanone gefunden. Wow, zeig das dir niemandem, sonst kassieren sie sofort ein. Eine Knarre ist ja heiß. Was kannst du sagen über... Nix. Ja, schön. Dann werde ich wieder in die Service-Ebene hinabsteigen. Und werde nochmal den ganzen Weg da dieser wundervollen, heimlichen Gänge langlatschen. Mir die Kanone holen. Zum Glück habe ich jetzt hier alle tollen Schalterrätsel gelöst. Kann also sofort durchlatschen. Latsch, latsch, latsch. Hier muss ich wieder auf die tollen Robis warten. Ich glaube, ich gehe nochmal hier rückwärts, weil es geht schneller. Doch nicht. Doch. Genau, dann nehme ich hier lang. Und gehe dann wieder durch den Gang dahinten. Öffne die Tür wieder. Dann öffnet, schließt sich die andere dahinten nämlich wieder. Dann öffne ich den Warenschrank, der ja eigentlich schon offen ist. Hol die Pistole raus. Und gehe auf demselben Wege, den ich jetzt gerade gekommen bin, wieder zurück. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht im Kreis gelaufen. So, ich glaube, hier vorne ging es wieder raus, ja. War hier der Eingang? War hier der Eingang? War hier der Eingang? Hier war er nicht. Da war der Eingang. Jawohl. So, jetzt haben wir eine Pistole, haben ein wenig Munition, wenn auch nur 19 Schuss, aber immerhin. Vielleicht kann ich das Joe nochmal zeigen, das Ding. Vielleicht hilft das ja irgendwas. Hallo Joe. Schau dir mal dies hier an. Eine Kanone. Du weißt, dass du in Teufels Küche kommst, wenn du den Zirkus siehst, mich damit erwischen. Behalt lieber für dich, dass du das Ding hast. Okay. So. Und damit hätte ich jetzt wirklich alles erledigt, was ich auf dem Schiff erledigen kann. Und? Gutes Timing. Durchsage für Pilot Driscoll. Bitte melden Sie sich zum Start des Erkundungsfluges. Na toll. Dann geht's... ja toll. Jawohl. Dann geht's mal los. Tom geht zu einer Konsole und gibt seine Startbereitschaft durch. Kurz darauf im Shuttle-Hangar. Neben dem Shuttle trifft Tom auf Kapitän Brand sowie den Androidenkörper von Ned, dem AI-System des Schiffes. Und natürlich auch Rainer Hofstedt, seinen Passagier. Driscoll, es ist alles bereit für Ihren Flug. Alle erforderlichen Daten zur Kursbestimmung stehen in den Systemen des Shuttles zur Verfügung, Mr. Driscoll. Während des Fluges werde ich direkt mit Ihnen kommunizieren, um Ihnen die Auswertung der übertragenen Daten sofort mitteilen zu können. Sie kehren Ihnen Auftrag. Ihren Auftrag. Durchführung von Messreihen im Orbit und vor Ort zur Verifizierung der Sondendaten. Bringen Sie Mr. Hofstedt gut hinunter, Driscoll. Viel Glück. Danke, Sir. Ich werde mich bemühen. Sind Sie bereit, Hofstedt? Aber sicher. Geben Sie Gas, Driscoll. Tom bringt das Shuttle sicher aus dem riesigen Mutterschiff, wie man gerade in dieser wundervollen 3D-Animation in Millionen Kostenhöhe sieht. Das kleine Raum... Entschuldigung. Husten. Das kleine Raumfahrzeug hat einen kräftigen Antrieb und so sind die beiden schon nach ein paar Stunden in der Nähe des Zielplaneten. Ach, ist das nicht romantisch. War bislang eine angenehme Reise, Driscoll. Danke, ich bin ein guter Fluglauner heute. Es ist vieles Routine in meinem Job, aber einen neuen Planeten anzufliegen ist und bleibt das Größte. Ich brauche eine bessere Stimme für Rainer. Ich muss ihn öfter sprechen. Also in den nächsten Jahren, Monaten. Let's Plays. Wem sagen Sie das? Gut, dass es meine Dienststelle nicht weiß, aber ich würde sogar auf mein Gehalt verzichten, um diesen Augenblick zu erleben. Wir kommen jetzt in Sichtweite. Sehen Sie sich das an, Hofstedt? Macht auf mich nicht den Eindruck einer Wüstenwelt. Ach. Ach ja. In der Tat, viele Wolken und die Farbe wäre für Staubwolken ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass die Gelbfärbung von der Sonne stammt. Ich werde mit der Toronto sprechen. Versuchen Sie währenddessen etwas auf Ihre Instrumente zu bekommen. Shuttle an Toronto.
Nett, wie ist der Kontakt? Die Verstärkung ist ausgezeichnet, Mr. Driscoll. Sie haben sich Kontakt mit dem Ziel. Ja, der Planet ist im Augenschein nach nicht unbedingt eine Wüste. Mr. Hofstede fragt gerade die Instrumente. Fahren Sie fort. Die dichte Wolkendecke macht die Messung schwierig. Die Analyse weist in der Tat auf große Rohstoffmengen hin. Es scheint mehr Wasser zu geben als angenommen. Einen Moment, Mr. Hofstede. Nein, alles scheint im grünen Bereich zu sein. Wow, ich hätte das nicht beschreien sollen. Ausfall der Servos. Ersatzkreise gehen schnell runter. Versuche manuell etwas zu machen. Hofstede! Versuche einen Check zu fahren. Ausfall mehrerer Systeme. Manuelle Steuerung okay. Versuche umzukehren. Wir haben Probleme mit der Energieversorgung. Das hat geknallt. Scheiße, ich verliere die Kontrolle. Hofstede, halten Sie sich fest. Wir gehen runter. Das Shuttle ist bereits im Schwerkraftfeld des Planeten und stürzt schnell auf ihn zu. Harte Stöße erschüttern das kleine Schiff, als es in die Atmosphäre eindringt. Tom arbeitet fieberhaft und schafft mit den Resten manueller Kontrolle eine krachende Bruchlandung. Langsam kommen die Männer wieder zu sich. Oh, mein Kopf! Mit Ihnen fliege ich so schnell nicht wieder, Driscoll. Bestimmt nicht mit diesem Shuttle. Außerdem, Sie können mir dankbar sein, dass Sie noch leben. Die Automatik hätte die Kiste nie heruntergebracht. Okay, schon klar. Nun schnappen wir uns die Masken und steigen aus. In die Luft zum Atmen reicht, gehen wir die Vorräte durch und fangen an zu basteln, um einen Funkkontakt herzustellen. Wenn die Luft zu dünn ist, gute Nacht. Oh Mann, was soll's? Hat keinen Zweck, es rauszuzögern. Gehen wir. Und hier sehen wir jetzt die dritte Perspektive, die das Spiel hat, nämlich in den Außenlevels. Mein Gott, das ist also die Wüstenwelt? Ich werde verrückt. Schauen Sie doch nur. Fantastisch, riechen Sie nur. Hören Sie, hier wimmelt es von Leben. Wie konnte die Sonne nur solche Daten senden? Das ist eine Sensation. Lassen Sie uns zuerst vom Shuttle weggehen. In dieser sauerstoffreichen Atmosphäre könnte es... Alles um Tom herum versinkt in Licht, dann in Dunkelheit, die für eine lange Zeit anhält. Dann beginnt Tom wieder seinen Traum zu träumen.